Oh, willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Der Teufel. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder hat einen. Selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Nein? Okay. Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Emma! Gottverdammt. Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Puh, da will man echt nicht fallen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt.
Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Oh mein Gott, Emma. Bin ich froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Shit, okay, weißt du was? Ist gut, okay? Hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja, dachte ich auch.
Oh Mann. Arme Kelly. Nick. Du riechst so gut. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist? Ich will dich schmecken. Hey. Komm her. Oh, Nick, was soll das? Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Alles okay? Sollt ihr mal aufhören? Nick! Mann! Ich hab ihn! Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären. Hm? Langsam, Mann. Also Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt. Nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Es war so anders hier, vor nur 12 Stunden. So besser? Ja. Hey.
wo Caleb jetzt wohl ist? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Ha. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... wie eine Katze beim Baden. Ja. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby? Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Oh! Oh, Abby! Abby, alles okay? Krasser Scheiß. Oh.
Wo sind die anderen hin? Okay. Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Nur eins übrig. Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kid solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Hier ist es nicht sicher.
Im Dunkeln findet man sich hier aber schwer zurecht. Was ist das denn passiert? Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Ist es nicht sicher. Abby?